Wohl. Prüsterchen. Heute wieder mit einem Weißwein. Herzlich willkommen beim Galaktischen Beobachter. Wir sind der Philipp und der Christian. Philipp, Hobbyfortschritt oder Urlaubsfortschritt? Ja, Urlaub ist erledigt, war toll, aber anstrengend, wie es mit Kindern nicht anders zu erwarten ist. Dementsprechend habe ich jetzt dort nichts gemacht, habe mir auch nichts zum Basteln oder dergleichen mitgenommen. Habe natürlich schon die eine oder andere Liste auf dem Handy zusammengestellt, also geistig war ich dann durchaus rege dabei. Habe aber davor noch ein paar Kultisten, also wieder mal diese Age of Sigma Korn Blood Reavers oder sowas, fertig bemalt und bin jetzt beim nächsten Batch von rund 25 oder sowas. Aber das ist zäh, weil für mich irgendwie Grüppchen von mehr als 10, die sind irgendwie motivationshemmend. Also bis zu 10, das passt ganz gut. Und werde aber noch morgen ein paar Modelle für die sonntägliche Schlacht zusammenbauen, grundieren und zumindest mit Primärfarben bemalen. Aber das ist noch nicht geschehen. Du hast mir vorher ein paar Modelle gezeigt. Du warst sehr fleißig die letzten 2 Wochen. Ja, tatsächlich. Also ich habe irgendwie Gebäude zusammengesetzt, also von diesen neuen Gebäuden, das mit den kleinen Seitenstreben und dann habe ich das mit den 2 großen Statuen. Wir sprechen jetzt von Kill Team. Na, jetzt einfach nur vom neuen Gelände. Okay. Ja. Und dann habe ich das neue Gebäude im Basilikanum, ist das, glaube ich, mit den 2 großen Statuen zusammen mit den Gebäuden aus der Kill Team Box. Ah, okay. Zu einem mächtigen Gebäude zusammengebaut. Ja. Das eine habe ich schon weitgehend bemalt, das erstere, das zweite habe ich jetzt grundiert, kommt dann noch. Das habe ich gemacht, dann habe ich die Neophyten, die Neupflänzlinge, die Neupflänzchen, die in der Box dabei waren, bemalt, zusammengebaut und bemalt und habe jetzt bis mittlerweile auch geschafft, die Skitarii, die dabei sind, zusammenzubauen und zu grundieren. Schauen wir mal, wie weit wir da noch kommen, denn morgen kommt ein Paket mit Adeptus Titanicus. Ah. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass heute schon da ist, aber es kommt morgen. Bin mir noch nicht sicher, vielleicht filme ich es beim Auspacken. Aber schauen wir mal. Kannst du dir reinstellen? Ja, ja, das ist einfach so unkommentiert. Raschel, raschel. Schauen wir mal. Das kommt morgen und da werde ich jetzt dann, weiß ich nicht, wie weit ich dann bei den Skitarii komme, wenn jetzt dann die andere Box da ist, werden wir mal sehen. Ich habe noch irgendwas, achso, ja, der 3D-Drucker habe ich noch fleißig laufen lassen. Ja, das war der Hobby-Fortschritt. Was machen wir denn heute? Heute schauen wir uns die Iron Hands an, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, wir haben das letzte Mal auch angekündigt. Und dazu habe ich jetzt erst einmal ein bisschen was Historisches vorbereitet. Ja, also Fluff habe ich mich ein bisschen reingehört und gelesen, aber ich würde behaupten, Fluff ist etwas, wenn man sich mit der Legion beschäftigt, das muss man sich selbst reinziehen. Also das kann man schlecht aufpfropfen, aber so ein bisschen Hintergrundwissen kannst du den geneigten Zuhörern und Zuschauern gern vermitteln. Ich bin auch ganz Ohr. Philipp, du kennst bestimmt die Göttin Athena. Die ist mir bekannt, ja. Du weißt ja, die Götter in der Antike hatten ja immer ihre Attribute. Wir haben es auch schon mal angesprochen. Also jede Gottheit hat etwas, was sie auszeichnet. Der Zeus hat seinen Donnerkeil und Blitzbündel. Ja. Der Poseidon oder Neptun hat seinen Dreizack und so weiter. Weißt du, was die Athena hat? Also ich kann jetzt nur mal sagen, wie sich dargestellt wird, nämlich so klassisch, wenn man sich das vorstellt, griechisch mit einem Helm, Speer und Schild. Und wahrscheinlich deswegen, weil sie so eine große Angst vor Eulen hat. Weil das irgendwie der Vogel ist, der die Athena immer
zu verfolgen scheint. Aber nee, also die Eule ist eher Attribut. Die Eule. Es gibt noch ein ganz wichtiges Attribut, anhand dessen die Archäologen oft Athena-Statuen identifizieren können, wenn jetzt die Arme und der Kopf abgebrochen sind. Mhm. Wüsste ich jetzt nicht. Müsste ich meine Frau fragen. Das ist die Ägis. Mhm. Und das ist so ein Ding, das hängt ja von der rechten Schulter über die Brust. Und das hat dann unten so Zipfelchen dran oder so Anhängerle, die sind manchmal in Form von Schlangen. Und auf dieser Ägis vorne drauf ist ein Gesicht mit Schlangenhaaren. Mhm. Das nennt man ein Gorgonaion. Mhm. Kannst du schon einen Zusammenhang herstellen in deinem Kopf? Zwischen der Athene und den Gorgonen? Ja. Ja, das waren halt so ein paar, ich glaube, Schwestern. Also, ja, oder? Ich meinte jetzt eigentlich mehr zu Iron Hands. Ja, natürlich, ja, die Iron Hands haben natürlich schon durchaus einen griechischen Background. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon so angeteased. Und da haben wir natürlich als einen der Typen in der sozusagen besonderen Einheiten haben wir die Gorgon Terminators. Mhm. Da, ich meine, Games Workshop respektive Forge World hat natürlich sehr, sehr viel verbraten. Also die Medusa, die pass pro toto bekannteste der Gorgonen, ist natürlich bei den ganzen Belagerungsgeschützen schon verwendet. Aber die Gorgonen als solches sind halt einer von zwei speziellen Einheitentypen. Mhm. Allerdings unabhängig davon, was die leisten, was lässt sich denn zu den Gorgonen sagen? Also die Athena hat das auf ihrem Kittel, weil sie das irgendwann dahin gehängt hat. Sie ist verbunden mit den Gorgonen und zwar insbesondere mit der Medusa, um die geht's nämlich. Mhm. Also wie du schon richtig festgestellt hast, es gab von diesen Gorgonen drei, also in der ganz alten griechischen mythologischen Literatur eigentlich erst einmal nur eine, aber bei Hesiod sind es dann schon drei, jetzt sind wir schon wieder beim Hesiod. Das ist also die Steno, das ist so sein Meerungeheuer und hat Messinghände, ein Ungeheuer mehr, und hat auch ihr Haar aus Schlangen. Dann gab es die Euryale, die ist eher eigentlich eine nette, also die ist, ja, also die belohnt Leute. Mhm. Ja, also wenn man so nett ist, dass man sie nicht anglotzt, dann kriegt man eine Belohnung von ihr. Und dann gibt es natürlich als wichtigste die Medusa. Und die Medusa war erst einmal eine total schöne, eine richtig schöne Frau. Und das hat dem Poseidon gefallen. Und dann hat er sie sich gepackt und hat sich mit ihr fröhlich verlustiert. Aber die haben einen schlechten Ort gewählt. Mhm. Da kommt jetzt die Athene ins Spiel. Mhm. Die haben sich nämlich hier in einem Tempel, der zu Ehren der Athena gebaut war, hier verlustiert. Und daraufhin war die Athena grantig und hat sie in ein scheußliches Ungeheuer verwandelt. Mit so glühenden Augen und so einer raushängenden Zunge. Das auch mit der Strafe oder mit der Beigabe, dass jeder, der sie sieht, versteinert wird. Mhm. Ja, und dann geht das weiter. Das kennt man ja auch aus jüngeren Filmen. Die Geschichte mit dem Perseus und wie er sie dann überlistet, ja, mit diesem Spiegelschild, in dem er da hineinguckt und sie dann enthauptet. Und schaue sich den Kampf der Titanen. Ja, zum Beispiel. Besser ist es eigentlich die alte mit wie heißt der, Ray Harryhausen oder sowas. Meine ich auch, so aus den 70er Jahren. Ja, das ist viel schöner. Da gibt es auch diese Aufzieh-Eule und so. Ja, ja, cool, genau. Und die schönen Skelette, die herumlaufen. Mit diesem Medusenhaupt, das hat er dann in seinem Sackerl dabei und zeigt das bei passenden Gelegenheiten. Unter anderem wird das auch verwendet gegen einen der Titanen, die wir letzte Folge kennengelernt haben, und zwar gegen den Atlas, der ja das Himmelsgewölbe trägt. Eigentlich hat er ja genug zu tun. Ja. Und da wird er versteinert und das ist sozusagen die Erklärung für das Atlasgebirge, ja, am Rand der Welt, ja. Also in Afrika. Ja. So. Sie hat dann eben dieses Ding auf der Brust.
dieses, jetzt können wir nochmal einen ganz kleinen Kreis schlagen. Und zwar wird dieses Gorgonion oder dieses Medusenhaupt auch in der Architektur viel verwendet. Wir haben das ja schon mal festgestellt, dass du noch nicht in Ephesos warst, in einer der vorherigen Folgen, so in der Türkei, weil da ging es ja um, wenn sich die Hörerinnen und Hörer zurückerinnern, um das Apotropäische, also um das Auge des Horus. Und um diese blauen Anhänger, die da herumhängen. Man kann das aber eben auch aus der Antike sehen. Ich habe es damals nicht bei den Bildern dazugestellt. Apotropäisch, also böses oder Unheil oder den bösen abwehrend. Blick abwehrend, ist auch eben das Haupt der Medusa oder das Gorgonion. Und besonders schön kann man das mal sehen, wenn man im Urlaub ist, an einer der häufig besuchten archäologischen Stätten in der Türkei, die vom Österreichischen Archäologischen Institut vornehmlich ausgegraben wird. Da gibt es ganz tolle römische Hanghäuser mit erhaltenen Fresken, ist fast wie in Pompeji, teilweise sogar schöner als dort. Gibt es einen Tempel für den, ich weiß jetzt nicht mehr ganz auswendig, ich glaube für den Kaiser Hadrian, könnte aber auch der Trajan sein, also für einen von den beiden. Und da ist der vordere Bogen schön erhalten und oben ziert ihn das Gorgonion, das soll also das Unheil abwehren. Und das ist also da im Steinrelief drin. Und da hat es auch funktioniert, weil das ja jetzt immer noch so ein bisschen steht und gut ist. Und das hat man in der Antike also gern gemacht, dass man Tempelportalen, Tempelfriesen oder ähnlichen Gebäuden dieses Gorgonion hingemacht hat, damit das Gebäude eben vor Bösem bewahrt wird. Ich würde jetzt behaupten, dass im Mittelalter die Kleiekotzer dieses schöne Verzierungen in den Mühlen gab, aber das waren eher Fratzen. Ich würde nicht sagen, dass das auf die Gorgonen bezogen sind. Die gehen tatsächlich auf die Antike zurück. Also ich kann mir so der es gibt auch im Mittelalter so kleine Anhänger, so apotropäische noch also viel. Ja. Ich weiß nicht, es gibt glaube ich auch in Rom irgendein, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gorgonenhaupt ist, irgendein eine Fratze, wo man seine Hand hineinhält. Das ist was anderes, ist die Bocca della Verità. Also okay. Das ist der Mund der Wahrheit und da gehen die Verliebten hin und dann wird gefragt, liebst du mich wirklich? Ja, und da heißt es also, wenn der zubeißt, dann hat man gelogen. Das ist aber eine Flussgottheit. Okay, das gut. Ist kein Gorgonenhaupt. Das ist auch so ein großer, runder Stein. Muss ich schon mal schauen, da finde ich bestimmt auch noch ein Bildchen, damit ihr wisst, worum es da geht. Also, hier haben wir einen klaren Bezug zur Medusa und zu den Gorgonen. Und jetzt kann man sich überlegen, warum das jetzt ausgerechnet bei den Iron Hands auftaucht. Das war jetzt als offene Frage formuliert. Ja, du kannst antworten, ich kann aber auch weiterreden. Hast du eine Idee? Nein. Was passiert denn mit dem Ferrus Manus? Ja gut, er wird genauso wie die Gorgo enthauptet, genau. Aber da kann man sich jetzt überlegen. Ja, also die Gorgon Terminator gab es natürlich schon, bevor Ferrus Manus auf Istvan V etwas zu viel riskiert hat. Ich gebe dir völlig recht, aber eigentlich ist da eine gute mythologische Verbindung da. Ja? Mhm. Also einfach durch dieses Enthaupten, ob man sich das Enthaupten jetzt nachher überlegt hat, ob man sich vorher schon die Namen da zurecht überlegt hatte, jetzt im Horus Heresy Hintergrund und sich dann gedacht hat, naja, es wäre ja ganz cool, wenn wir den durch eine Enthauptung sterben lassen, weil wir ja hier schon die Medusa haben und die Gorgon. Was heißt überlegen? Das ist Historie. Ja. Das ist halt nur aufgeschrieben. Genau, zukünftige Historie. Ja. Futuhorie. Ja, oder in einem Land vor unserer Zeit. Weit, weit weg. Jetzt ist aber gut. Ja, genau, also. Gibt es noch was zu den Medusen Immortals, wenn wir schon bei etymologischen Herleitungen sind? Also, wir haben hier natürlich wieder den Medusa-Bezug, das ist klar. Also, bei den Immortals ist ein historischer Bezug da. Würde ich jetzt erstmal an die Perser denken. Aber kein mythologischer, als solches. Ja, also. Wobei, da ich jetzt ein bisschen eine Bezeichnungsgleichheit sehe, aber vom Hintergrund eigentlich das Ganze, ich will nicht sagen diametral gegengesetzt, ist aber deutlich anders. Ja, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber ich denke, ich kann das ad hoc. Also die Immortals waren eine Eliteeinheit, die Unsterblichen der Perserkönige zur Zeit der Perserkriege im antiken Griechenland. Also man muss auch wirklich sagen, es war eine Eliteeinheit, auch wenn sie in der Geschichte
immer relativ schlecht weggekommen sind, weil die Makedonen einfach taktisch besser waren. Na, erst mal die Griechen und dann die Makedonen. Also erstmal die feinen griechischen Städte. Also sie haben ja auch durchaus zum Beispiel gegen die Spartaner gekämpft. Na gut, die Spartaner, die sind eigentlich mehr eine Randnote. Die Athener haben immer mehr gerissen. Die Spartaner sind halt bekannter, aber eigentlich. Ja, bekannte jetzt nicht, aber. Also modern kennt man eher die spartanischen Soldaten als die Athener. Der Impetus, den die Spartaner hatten, jetzt zum Beispiel gegen die Perser, ist natürlich überhöht, wenn man sich die relative Zahl der Spartaner... Eine Schlacht bei den Thermopylen, aber wenn man sich Marathon ansieht zum Beispiel. Ja. Aber jetzt können wir uns noch kurz überlegen, warum das war eine Eliteeinheit, die waren halt ausgerüstet wie die meisten anderen persischen Truppen auch. Man muss immer wissen, das ist ein Großreich gewesen. Die haben eine riesige Heere aufgestellt, aber die Ausrüstung, die sie zur Verfügung hatten, war jetzt gar nicht so viel großartig anders als das, was sie 500 und 1000 Jahre vorher auch schon hatten. Bei den Griechen war es anders. Die haben durch viel Handel großen Reichtum an Metallen angehäuft und konnten dadurch ihre Soldaten von oben bis unten in Bronzepanzer hüllen. Das heißt, die waren Leinenpanzer. Das mit den Leinenpanzern ist schwierig. man nennt das Ding ein Spolas. Einigen wir uns auf den antiken Begriff, weil modernere Forschung sagt, dass die nicht aus Leinen waren. Mhm. Aber das führt zu weit. Ja. Da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Klappenpanzer auf Deutsch, auf Griechisch Spolas. Das ist aber gar nicht so wichtig, denn entscheidend ist ja eigentlich immer, dass dieser Panzer ist hinterm Schild, ja. Also der geschlossene Helm, schwere Beinschienen, Fußpanzerung, zum Teil Armpanzerung und dann eben eine dichte Phalanx. Und da haben diese Immortals mit ihren geflochtenen Schilden, die mit Rohhaut bespannt waren und mit ihrer Bewaffnung relativ wenig dagegen ausrichten können. Das heißt, die Griechen konnten also auch mit sehr viel kleineren Zahlen, wenn die Umgebung gestimmt hat, solche Heere ohne große eigene Verluste, also man kennt ja auch den Friedhof von Marathon, in die Flucht schlagen oder eben auch auslöschen. Insofern kommen die tatsächlich schlecht weg, aber so als eine Elitegarde passt das eigentlich und es passt vom Begriff her auch, weil sie natürlich sehr viel aushalten. Ja, also die Immortals, also die Unsterblichen. Jetzt frage ich dich, das ist natürlich jetzt eine gemeine Fangfrage, weil ich das glaube, die Antwort zu wissen. Warum werden sie als Immortals bezeichnet? Das weiß ich nicht. Jetzt hier oder damals? Nein, damals. Schieß los. Das ist ganz einfach so, dass die Anzahl der Immortals, also dieser Garde, die war fix. Ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie 10.000 oder 12.000. Das ist richtig, ja. Und natürlich hatten die Verluste, also die waren per se schon sterblich als solches, aber sobald die 75 Mann oder sowas verloren hatten, wurden die einfach aus anderen Einheiten, aus würdigen Leuten aufgefüllt. Das war aber jetzt nicht, und das muss man jetzt von Fluff dazu sagen, bei den Medusen Immortals, das waren eher Iron Hands, die sich in irgendeiner Form Ferus Manus inkonform verhalten hatten. Also vielleicht scheinbar Feigheit gezeigt hatten oder vielleicht zu viel nachgedacht hatten, um eine sinnvolle Taktik anzuwenden, anstatt irgendwie blöd nach vorne zu marschieren. Also die wurden jedenfalls in die Immortals gepackt, damit die sich in gewisser Weise reinwaschen konnten. Das Reinwaschen war aber ein recht finales, weil die kamen halt in das Immortal-Squad, bis sie halt dann starben. Also, aber da unterscheidet sie eigentlich nichts von anderen Space Marines. Ja, gut, also außer, dass sie halt da in die eigenen Truppen gesteckt werden, aber die anderen Space Marines kämpfen auch, bis sie tot sind. Aber sie wurden halt dann eigentlich noch für Scheißjobs. Also ja. Okay, gibt es sonst noch was man jetzt explizit zu den Iron Hands unter gräko-romanischen Gesichtspunkten. Wir könnten uns noch mit dem Namen Ferus Manus auseinandersetzen. ich glaube, das sparen wir uns. Ja, ich glaube, jeder, der sein Latinum gemacht hat oder der schnell googelt. Also der wird feststellen, dass es den Begriff Ferus so nicht gibt und dass er eigentlich anders heißen müsste. Aber das ist einer der plattesten
Ja. Einer der wirklich plattesten Primarchennamen, die man sich denken kann. Man braucht aber jetzt nicht besonders sich damit zu beschäftigen, weil man braucht sich mit den Primarchen vergleichsweise kurz in der Horace Harris beschäftigen. Den hätten sie auf Deutsch, wenn sie ihn übersetzt hätten, hätte Aesus Handus geheißen oder so. Das erinnert mich an einen Monty Python Charakter. Aber gut, wie dem auch sein. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mal mit dem regeltechnischen Background. Ja, Philipp, dann schauen wir uns jetzt mal die Crusade Army List Appendix 5 aus dem zweiten Buch an, The Iron Hands. Haben sich ein bisschen geändert, seitdem sie damals im Buch 2 rausgekommen sind. So marginal. Also im Red Book sind schon ein paar Änderungen eingearbeitet. Ansonsten, es lässt sich sagen, die Iron Hands gehören, ich würde sagen, so zum Mittelfeld der Turnierstärke, was die Legionen anbelangt. Haben aber wirklich ein paar ganz gute Sachen. Das sind natürlich die klassischen Legionen des Astartes mit den obligatorischen Regeln. Das wirklich Entscheidende, was man eigentlich bei Iron Hands immer so im Hinterkopf hat, ist die Inviolate Armor Regel. Sprich, sämtlicher Beschuss auf Iron Hands mit der Legionis Astartes Iron Hands Spezialregel werden in der Stärkung 1 reduziert. Das bedeutet nicht nur, dass ich halt mit meinem Bolter eine 5 brauche, um einen Iron Hands zu verwunden, sondern das bedeutet unter anderem auch, dass ich mit meinem Raketenwerfer einen normalen Iron Hand nicht mehr automatisch ausschalte, sondern ihn natürlich wahrscheinlich verwunde und er keine Rüstung bekommt. Aber wenn er aus irgendwelchen Gründen einen Feel No Pain hat, dann wirkt das sehr wohl noch, weil es ist ja nicht die doppelte Stärke, sondern nur eine Stärke von 7. Also das sofort ausschalten ist einfach ein Punkt. Und dann, wenn man das, können wir später noch besprechen, in Anführungszeichen ausnutzt, indem man die Iron Hands auf Bikes oder Attack Bikes oder dergleichen setzt, dann ist es eben noch schwerer, die auszuschalten. Es ist nicht so gut wie aus dem Buch 6, wenn man jetzt Black Shields nimmt mit den dementsprechenden Chimera Upgrades, dass sie eine Toughness von 5 haben. Also daran reiht es nicht ganz rein. Es gilt natürlich nur im Fernkampf, aber das ist schon mal ganz gut. Ansonsten haben sie als Nachteil, weil sie halt eher langsam vormarschieren, sie müssen einen Leadership-Test bestehen, weil sie halt im Normalfall gerne einfach stehen und kämpfen. Zum Nachverfolgen und zum Rennen. Ne? Nachverfolgen und Rennen. Ich finde das aber jetzt, also jetzt zumindest so im Draufschauen, gar nicht so dramatisch, weil ich meine, so niedrige Moralwerte haben wir die Marines jetzt auch nicht. Ja, aber ich habe es gemerkt, jetzt speziell bei diversen so Mortalis-Spielen, wenn man halt mit seinen 5 Einheiten vorlatscht, dann gibt es immer eine, die halt dann leider nicht rennt, sondern irgendwie vergleichsweise stehen bleibt. Naja, gut, aber wenn ich versuche zu rennen, dann mache ich es ja meistens, weil ich niemanden in Sichtweite habe und dann hilft es mir nichts, wenn ich dann meinen Bolter schnell poliere und dann auf die nächste Runde warte. Und man muss natürlich dazu sagen, das habe ich aber jetzt noch nie als großen Nachteil empfunden, man kann nicht sich niederwerfen, also man kann nicht freiwillig go to ground machen. Weil macht man eh selten. Es ist immer eine Option, wenn man halt mit, wenn ich jetzt sage, Medusen beschossen wird, als solches, weil man weiß, okay, da tut sich jetzt nichts mehr und ich habe vielleicht jetzt niemanden in der nächsten Runde zu beschießen und anzugreifen, dann rette ich halt jeden 6. meiner Hanseln, aber ansonsten mache ich es dann doch eher selten, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel gerade Cult Militia spiele oder vergleichbare Armeen. So, wie sind die Einschränkungen sonst noch? Einschränkungen bei den Rigid Tactics ist eben gerade das, was ich als interessant hervorgehoben habe, nämlich die Bikes und Jet Bikes, die halt dann besonders tough sind. Ich kann insgesamt nicht mehr Einheiten, und da gehören dann die unabhängigen Charaktermodelle dazu, im Bereich Jump Infantry, Bike oder Jet Bike, und da können dementsprechend natürlich dann auch ein Praetor auf Bike oder ein Chaplain auf Jet Bikes dazu haben als reguläre Infanterieeinheiten. Da muss ich halt dann im Gegensatz zu vielen anderen Rides of War, die mich da stärker einschränken, muss ich halt einfach mal kurz durchzählen
und muss halt dann vielleicht ein bisschen anpassen und dann noch einen Tactical Support Trupp reinnehmen, wenn mich das in irgendeiner Form beschränkt. Das wären so die Standardregeln. Ansonsten, was lässt sich zu den Legion Specific Units sagen? Was sind da so deine Einschätzungen, zum Beispiel zum Ironfather? Ich weiß nicht, den kann man sich so wahrscheinlich mit jeder anderen Armee im Prinzip auch zusammenbauen. Ja, wobei man uns sagen muss... Also in etwa so. Ja, aber den Ironfather, den zeichnet aus, dass ich das halt eben bei einem Prätor mache. Ja. Und der Prätor, dem halt ein... Gut, der Feel and Pain von der 6 Plus ist jetzt etwas, was ich... gegebenenfalls mit anschließend an der Einheit, wo ein Apothecary drin ist, besser haben kann, mit einer besseren Chance. Ich habe natürlich die Möglichkeit, irgendwas zu reparieren. Und ich habe halt meinen Serverarm, der im Normalfall ja, ich glaube, eine Attacke Stärke 8 mit Initiative 1 darstellt. Jetzt ist die Frage, kann er Red Grenades haben? Geil. Siehst du. Also deswegen meine ich, wenn du jetzt sagst, du nimmst hier ein, wie heißt denn das? Ein Pravian, ja. Der ist jetzt marginal schlechter. Also es mag auch ein anderer der, ja, also der Konsuln sein, ja. Also derjenige, der es machen kann. Ja. Und dem kannst du aber die Ausrüstung geben von einem, nicht Tech Priest, ne? Wer der hängt? Tech Marine. Genau. Ja. Ja. Ist die Frage, ob du damit nicht unterm Strich genauso gut läufst, weil du kannst halt die Red Grenades nehmen und hast die anderen Waffenoptionen und so weiter. Also ich würde sagen, der Iron Father ist für mich flufftechnisch super. Aber ja, da gebe ich dir völlig recht. Ist eigentlich eine Sackgasse. Denn was brauche ich einen Prätor, der halt sagen wir mal so 170, 175 Punkte kostet, um ihn irgendwo im Backfield stehen zu haben und an einem Sicarion rumzuschrauben, um ihn zu reparieren. Na gut, ich meine, wenn er jetzt, keine Ahnung, im Spartan sitzt oder so und der Spartan hat es nötig, dann kann er da einen Servoarm anlegen. Ja, aber okay. Ja. Also das ist dann so eine der sehr seltenen Möglichkeiten, was man ihm zum Scheinen bringt. Wir haben nachher noch ein besonderes Charaktermodell, das so ein paar Sachen eingebaut hat, des Iron Fathers, und dann passt schon wieder. Also das ist zwar da eingepreist, aber dann nimmt man den so, wie er ist. So, wir können gesegnete Autosimulacra kaufen für 10 Punkte für die Fahrzeuge. Würde ich sagen, ist eine tolle Sache. Ja, nicht unbedingt für einen Rhino, das macht ihn dann unnötig teuer, aber für zum Beispiel einen Land Raider oder eigentlich alles, was mehr kostet als ein Rhino. Genau. Also 3 Hardpoints ist schon ein bisschen grenzwertig, weil da komme ich vielleicht aus einer Runde Beschuss durch den Gegner, der das vorher darauf konzentriert, komme ich nicht dazu, das Ding zu reparieren, weil es halt dann vielleicht schon allein durch irgendwelche Streifschüsse ausgeschaltet wird. Aber schon bei einem Land Raider mit 4 Hardpoints oder sowas, den wegzubekommen, ist dann schwer. Und wenn ich dann da noch den einen oder anderen Hardpoint regenerieren kann mit einer gewissen... Also ich finde, es lohnt sich halt dann, wenn du einfach einen Schwung Fahrzeuge hast. Wenn ich jetzt 4 Fahrzeuge habe und ich gebe 40 Punkte für die Blessed Autumn Simulacros aus, dann kann ich dem Gegner einfach dann ein bisschen tratzen, weil halt dann plötzlich er nicht mehr nur 2 Hits erzielen muss, sondern doch wieder 3. Kann auch spannend werden bei Super Heavies, ne? Absolut, also, absolut. Vor allem, wenn ich noch zusätzlich reparieren kann, dann sind einfach die Masse an Möglichkeiten, zwar immer nur mit einer geringen Chance, den wieder hochzupushen. Und das ist halt der Punkt. Ich kann das halt dann jede Runde machen. Also du könntest jetzt zum Beispiel ein Iron Hands Mastodon nehmen und da stellst du deinen Forge Father rein und 2 Pravians, wie sie vielleicht heißen, ja, und dann noch 3 Tech Marines. Ich glaube, die Pravians sind ehrlich gesagt die irgendwie... Wir können es jetzt nachgucken, aber... Es ist wurscht. Also, ja, ja. Wir sind ja jetzt auch nicht die Regelfuzzis als solches, wir sind eher so die Fluff Bunnies. Ach so, die Bunnies. Ja. Also die Tech Marine Konsulen. Also wir sprechen jetzt hier momentan von 11 bis 1200 Punkten. So, die packst du in das Mastodon rein und dann kannst du
alle Schäden, die das bekommt, das hat ja einige an Hullpoints, mhm. Reparieren und hast dann noch die Blast Auto Simulacra, dann kannst du einfach das ganze Spiel einfach nur herumfahren mhm. und dann im letzten Zug aussteigen und die Missionsziele besetzen. Das ist ein super Plan, das ja. machen wir. Und also, da bist du ja nicht mehr wegzubekommen. Ja. Naja, schon. Also schwer. Also, sagen wir so, für die 1200 Punkte, wenn du das irgendwie in einer Schlacht machst, dann wird der Gegner vielleicht dann doch mit ein paar Terminatoren, mit Chainfists ankommen und dann kommst du nicht mehr zum Reparieren. Da kannst du ja zur Not aussteigen vorher. Und denen irgendwas entgegenstellen, ja. Gilt es auszuprobieren? Ja, ich glaube, das weiß ich nicht. Schaden richtet man natürlich auch nicht viel an, weil das Mastodon ist jetzt nicht für seine Feuerkraft bekannt. Aber es könnte lustig sein. Was hältst du denn vom Cyberfamilia? Das Cyberfamilia rockt. Mhm. Finde ich immer gut. Bei den Custodes haben sie ihn ja jetzt gestrichen. Die haben schon gewusst, warum. Ja, hier nicht. Das ist eine feine Sache. Also ein Prätor mit so einem Dreier-Rettungswurf ist schon... lecker. Ja, und das heißt ja Any Iron Hands Character. Also ich habe den ehrlich gesagt schon zum Beispiel, kommen wir später dazu, bei den Gorgon Terminatoren kann es auch der Champion nehmen. Hm? Also dann in dem Fall irgendwie Helmet Bearer oder dergleichen. Nee, er heißt glaube ich Helmet Bearer. Und wenn man nur in Anführungszeichen 5er Rettungswurf hat durch seine Rüstung und das wird dann zu einem 4er Rettungswurf für, sagen wir mal, 10 Punkte, wir müssen spicken. 10 Punkte, dann ist es halt zwar nur ein Sechstel Verbesserung, aber da gehe ich dann schon relativ entspannt in so einen Challenge, weil ich weiß, ich habe die Möglichkeit, dann den Gegner wirklich zu ärgern. Wie schaut es aus bei Command Squad? Ich würde behaupten, dass es nicht geht, aber müsste man nachschauen. Ja, ich glaube, die zählen als Characters, oder? Nee, die zählen nicht als Characters, sondern die können zum Beispiel Challenges so wie Character wahrnehmen, aber... Ich hatte mir das mal gerade so gedacht, das wäre natürlich cool, wenn du jetzt sagen würdest, du hättest einen Command Squad, also weiß ich nicht, dann nimmst du 3 Terminatoren oder 4 und gibst denen dann jeweils noch so ein Cyberfamilia, weiß jetzt aber nicht, ob es geht, könnte aber man muss jetzt dazu sagen, das Cyberfamilia, wenn man keinen Rettungswurf vorher hat, dann gibt es halt 10 Punkte dafür, dass man einen 6er Rettungswurf hat. Ein 6er Rettungswurf ist halt jetzt auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich kann natürlich meinen Jungs im Command Squad, und das ist definitiv so, kann ich natürlich irgendeine Form von Schild geben, die ihm einen 5er Rettungswurf im Nahkampf geben. Fehlt ihm natürlich eine zusätzliche Nahkampfwaffe. Also das geht per se schon. Christian Scrooge Der Forge Lord heißt er, nicht Gravy. Okay, gut, ja, dann haben wir das auch geregelt. Ich gucke mir jetzt gerade mal noch schnell das Command Squad an, einen kleinen Augenblick. Legion Command Squad. Two Space Marine chosen, one Legion Standard Bearer. Chosen Warriors. Also es was steht ist ein relativ Chosen klar. Warrior? A retinue. Chosen is a retinue. May not be taken. Da steht nichts dabei. Also muss eigentlich drauf gehen, es geht auf den Unit Type. Da heißt es im Normalfall XY ist Infantry. Und dann heißt es halt dann bei einem bestimmten, zum Beispiel dem Champion einer Einheit oder was, heißt es halt dann XY Infantry in Klammern Character. Damit wäre es dann halt auch ein Character. Ja, also, schade. Das wäre schön gewesen, aber brutal viele Punkte. Also da kann ich für weniger einfach ein paar Jungs in Cataphracti Terminatorenrüstung stecken und dann haben sie ihren 4er Rettungswurf und sind sicherlich günstiger. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu den besonderen Einheiten und Charaktermodellen und schauen uns dann im Anschluss noch die beiden speziellen Rites of War an. Gorgon Terminator Squad. Ja. Jo. Von den Werten her, würdest du sagen, ist im Endeffekt so Standard Space Marine mäßig, bis auf die Initiative. Die ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ist mit 3 nicht so geil. Ja. Muss man sagen, ist jetzt auch insofern vergleichsweise entspannt, abgesehen davon, dass sie natürlich dann bei irgendwelchen Initiativtests, wenn ich denn welche machen muss, nur eine 50-50 Chance habe. Aber ansonsten ist die Standardausrüstung eben schlicht und ergreifend ist eine Power Axe und ich kann
noch nicht mal eine Power Weapon nehmen als Alternative. Mhm. Also auf die Initiative 3 komme ich nicht ohne weiteres drauf. In dem Fall, ich kann natürlich eine Lightning Claw nehmen. Ich weiß, der gute Rage of Istvan Macher, der gute, wie heißt der, Ryan Kimmel, der ist also ein großer Hasser von Lightning Claws. Es gibt ein paar Ausnahmen, die er sieht. Dazu gehören zum Beispiel die diversen Empress Children Terminatoren, die er zulässt. Lightning Claw kann ich mir überlegen als solches für Terminatoren. Bei Terminatoren, die mit Initiative von 3 zuschlagen, also ist es eigentlich absolutes No-Go-Kriterium. Also ich habe bei meinen 1000 Sons, die haben ja ein paar von den Tartarus Terminatoren, welche hingepappt einfach, weil ich finde, dass es cool aussieht. Ja. Ja, also jetzt nur aus Effizienzgründen das wegzulassen, finde ich jetzt auch wieder, also nicht. Schaut schön aus. Ja. Finde ich. Ja, also ich muss sagen, ich habe die relativ blauäugig zusammengebaut, die meisten davon eben mit der klassischen Power Axe, weil die halt in dem 5-Mann-Trupp von Forge World dabei sind, und habe dann festgestellt, relativ schnell, dass ich mit der einen Chain Fist, die ich habe, dass das einfach nicht langt und dass man zumindest mal eine Power Fist braucht oder sowas. Das kommt vielleicht, wenn ich mir eine dritte Einheit gönne und dann halt die ein bisschen so mische, also da kommt dann ein bisschen mehr dazu. Der Anführer als solches, der halt ein 1 höheres Leadership hat, ist automatisch mit einem Thunderhammer ausgerüstet. Nicht, dass es viel bringt, aber sieht hübsch aus. Damals wieder. Ja. Ja. Man sollte mal was zur Gorgon Pattern Terminator Armor sagen. Ja, also die zählt als Indomitus Pattern Tactical Dreadnought Armor. Also das heißt, das, was die früher zumindest Standard-Terminator-Rüstung aus dem 40k. Also ich kann nicht verfolgen, aber ich kann rennen. Ja, und alles gut. Was macht sie besonders? Also ja, unterscheidet sich nicht. Hm? Sonst, aber sie hat eben den Vorteil, dass sie Gegner blind machen kann. Genau. Also nicht nur Gegner, sondern auch eigene stehende Einheiten innerhalb von 6 Zoll. Aber die eigenen nicht so wahrscheinlich wie die Gegner. Genau. Denn also die eigenen, warum? Die eigenen sind da ein bisschen. Die eigenen können ihr den Test wiederholen, wenn sie ihn verfehlen. Und zwar muss man würfeln auf eine 4+, wären sie blind. Und bei den fremden Einheiten bleibt es dabei, und die eigenen dürfen es wiederholen, wenn sie es verkackt haben. Und jetzt kann man argumentieren, dass es an der Rüstung liegt oder nicht. Sie haben jedenfalls, und das ist eigentlich Zuckerl an der Einheit, sie haben einen Feel No Pain 5+. Ja. Und sie sind über den Implacable Advance, sind sie eine punktende Einheit. Ja, beides also schön. Schön. Und, das muss ich dazu sagen, ich kann natürlich jetzt meine Combi-Boater oder Combi-Weapons ersetzen, das ist klar. Bisschen besonders im Vergleich zu anderen Terminatoren-Einheiten macht sie die Spezialwaffe für jeden 5. Mann. Da können sie nämlich zusätzlich zu den üblichen Auswahlen von Shea Plumwerfer und der Reaper Autocan, können sie auch eine Graviton Gun nehmen. Die macht bei denen auch wirklich Sinn. Weil sie Implacable Advance haben. Nee, nicht Implacable Advance heißt lediglich, dass sie punktende Einheit sind. Achso, was ist das dann, dass sie bewegen und schießen können? Das ist ganz standardmäßig. Ich dachte, das ist beim Implacable Advance mit dabei, dass sie eben auch schwere Waffen. Nein, aber das ist generell Terminatoren-spezifisch. Alle Terminatoren haben. Ja, wieder. Liefern wir nach. Also, ja. Ich will nicht sagen, vielleicht vorbereitet, aber Randthema. Und wie vorhin schon angesprochen, der Anführer, der Champion, der Hammerbearer, kann sich über einen Cyber Familiar einen 4+ Rüstungswurf holen. Christian spickt schnell, wie die Sonderregel heißt. Ich sage jetzt nochmal zusätzlich dazu, was ein Schmankerl ist, ist, dass ich als Dedicated Transport, so wie viele andere Einheiten, natürlich einen Land Raider nehmen kann, entweder einen Proteus, das ist der archaische mit den vielen Laserkanonen, aber nur Seitausstiegsmöglichkeiten, oder den Land Raider Phobos, das ist der mit der Rampe. Und ich kann auch
wenn ich mich auf 10 Modelle bescheide, was ich tue, weil mehr als 10 Modelle bleiben nicht drin. Und warum sollte ich einen Primus Medicare mitnehmen, wenn ich sowieso schon viel mehr Pain habe? Ich kann auch einen Spartan mitnehmen und verschwende damit keinen Heavy Support Choice. Christian macht sie noch schlau. Ja, ich find's nett. Dann gehe ich einfach mal weiter zu den Medusen Immortals. Also, beziehungsweise noch einen Rückgriff. Die Gorgon Terminatoren mit 200 Punkten sind 25%, also 25 Punkte teurer als ein vergleichbarer Dominus Pattern Terminatoren Trupp. Gleiche Provenienz. Sprich, für 25 Punkte hole ich mir einerseits den Thunderhammer, der eingepreist ist, und ich hole mir das Feel No Pain. Also eigentlich könnte man schon sagen, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe insofern ein Manko, als dass ich nicht so ohne weiteres an die Möglichkeit komme, Kombi-Weapons zu nehmen, oder? Nee, sehe ich jetzt nicht so ohne weiteres. Nee, also... Achso, doch, für 7 Punkte. Also das passt schon, sonst bin ich also vergleichbar. So, ich habe jetzt herausgefunden, warum sie das bei den FAQs nochmal reingenommen haben mit dem Implacable Advance, weil es im Regelbuch nämlich nicht drinsteht. Aha, so. Okay. Und sie haben es vergessen, deswegen stand das nochmal bei den FAQs drin. Okay, gut. Können wir da nochmal schnell gucken? Hier steht Page 13, anscheinend doch. Also im Index war es jetzt nicht drin. Units with this special rule are always counted as scoring units in any missions where troops also count as good scoring units. Okay, also das ist in Platinum Advance, aber der Grund, warum sie sich bewegen können und trotzdem Schwerwaffen feuern, ergibt sich wahrscheinlich aus der Definition der Terminator Armor. Gehen wir einfach davon aus. Ich mache schon mal weiter mit den Medusen Immortals. Das ist einfach eine Einheit, da muss man sich ganz, ganz stark überlegen, aus welchen Fluff- oder Regelgründen ich diese Einheit nehme und nicht einfach für 200 Punkte eine Einheit Breachers und denen für 45 Punkte Ceteris Paribus einen Elfenmann dazu kaufe, der ihnen noch 400 Pain gibt. Denn sie haben die gleichen Werte wie Breacher. Sie haben ein Feel No Pain inkludiert und sie haben auch so ziemlich die gleichen Ausrüstungsmöglichkeiten. Also sind eigentlich ein bisschen teurer. Also sie sind um 50 Punkte teurer als Breachers. Und diese 50 Punkte sind der Feel No Pain, den ich mir dabei die günstiger holen kann. Also für mich ist die Möglichkeit, die einzusetzen, eigentlich inbegriffen ob der Tatsache, dass ich als Dedicated Transport einen Land Raider Proteus oder Phobos nehmen kann und dann gegebenenfalls einen den vollen 10-Mann-Trupp, ich kann den zwar bis auf 20 Mann anbohren, aber sozusagen den Standard 10-Mann-Trupp in einen Land Raider packe und nicht das Problem habe, dass ich dann für den Apothekarius keinen Platz mehr habe. Die haben eine Sonderregel, nennt sich Gun Them Down. Da muss ich einen Leadership-Test bestehen, um einen Snapshot, also einen Schnellschuss machen zu können, wenn ich denn den Nahkampf gewinne auf den fliehenden Gegner, anstatt ihn zu verfolgen. Warum würde ich sowas machen? Warum schaue ich nicht, dass ich ihn in irgendeiner Form so ausschalte? Also ist mir nicht begreiflich. Ich würde sagen, ziemlicher Dart. Ich wüsste nicht, warum ich die nehmen sollte. Ich habe das zwar schon mehrfach eingesetzt, aber das hat eigentlich nur mit den Modellen zu tun gehabt. Ich kann aber die tollen Medusen Immortals Modelle schlicht und ergreifend für eine Breacher-Einheit nehmen. So, Christian ist jetzt schlauer? Nee, ich bin überhaupt nicht schlauer. Also ich habe jetzt geschaut bei Implacable Advance, das ist im Legionis Astartes Age of Darkness Army List. Da steht aber auch nichts zu schweren Waffen dabei. Auf Seite 30 und jetzt habe ich gedacht, jetzt gucke ich noch schnell bei der Terminator Armor und da habe ich es gefunden. Es geht nämlich um Relentless. Genau, ja. Ja.
So, und jetzt mal kann man natürlich hier in dem Buch wieder nicht gucken, jetzt muss man wieder ins andere hineinschauen, das haben sie immer total gut gemacht, das zieht sich seit Jahrzehnten, muss man sagen. Ja, aber es gibt irgendwie als PDF von denen so eine irgendwie Smart Edition oder sowas, wo lauter Cyberlinks drin sind, wo man sich dann durchklicken kann, ja? Ja, das muss man haben, muss man aber halt dann für viel Geld. Ich habe das jetzt nur festgestellt, dass es die Relentless-Regel sein muss, weil ich das irgendwie so, weil es da stand und ich so irgendwie auch im Kopf habe, dass es da dabei steht, dass man... Da haben, ich weiß nicht, wie viele Myriaden von 40k-Spielern immer versucht, dadurch, dass sie einen Relentless-Character in so einer Terminator-Armor in irgendwie Schwerwaffeneinheit reingepackt haben und dann sich regeltechnisch dann durch seine schwere Rüstung die Möglichkeit, dass die Leute ihre Laserkanonen schultern. Ja, es ging in der 6. Edition, ging es halt, inzwischen geht es nicht mehr. Also hier steht, Relentless models can shoot with heavy salvo ordnance weapons, counting as stationary. Even if they moved in the previous movement phase, they are also allowed to charge in the same turn they fire heavy ordnance rapid fire salvo weapons. Mhm. Damals. Genau. So, meine Güte. Ja, jetzt haben wir Noobs. Jetzt haben wir schon zwei Einheiten durch. Gut. An besonderen Charaktermodellen startet das Red Book gleich mal mit Ferus Manus. Ich habe den jungen Mann schon eingesetzt, habe auch das Modell, wobei ich zugeben muss, es ist mir sehr peinlich, aber ich hatte den Kopf nicht befestigt, den wollte ich irgendwie magnetisieren und ist mir dann irgendwann runtergefallen. Also ich muss in meinem Keller, seitdem ist nicht gesaugt worden, muss ich einfach schauen, dass ich ihn gehe kaputt, jetzt muss, echt, oder? Dass, ja, das ist normal, dass ich noch bin. Du spitzt ihn halt nach Istvan 5. Ja, nein, ich habe den eigentlich auch so immer nach Istvan 5 gespielt, und zwar ist er, ich habe damals, ich glaube, im Jahr 2016 mit Kopf habe ich ihn eingesetzt. Da gab es in dieser Worldwide Campaign, gab es 2015, ich weiß nicht, gab es so einen Slow Grow. Da habe ich halt angefangen mit 500 Punkten, zwei Einheiten Gorgonen und irgendwie ein Hansel oder wie auch immer. Die haben dann bei den Sommortalis-Schlachten immer abgekackt, weil der Gegner halt irgendwie das Doppelte an Modellen auf dem Spielfeld hatte und besonders also im Normalfall einen Schwung Plasma-Waffen eingesetzt hat. Also da haben dann die Gorgon Terminators schon Probleme gehabt. Und der war dann halt sozusagen in dem letzten Stage von 1000 Punkten, von 2000 bis 3000 Punkten war er dabei. Und ich habe ihn dann aber flufftechnisch immer irgendwie dann 5 Jahre in die Heresie hinein als Klon, denn es gab da mal so ein Projekt, Klon eingesetzt, aber halt meistens ohne seinen Hammer. Ich habe ihn, glaube ich, nur ein einziges Mal regulär eingesetzt gegen den guten Michael, der zum, ich weiß nicht, wievielten Mal mit Mortarion angekommen ist. Da hast du dann einfach die Anfangsbuchstaben von seinen zwei Namen weggelassen, oder? Erbes Anus, ja. Gute Möglichkeit, ja. Ja, aber da hat Mortarion ausgeschaltet. Mortarion hatte zwar schon irgendwie ein, zwei Runden vorher verloren, aber ich gehe gar nicht auf den Fluff ein, ich gehe auch gar nicht zu den besonderen Sonderregeln ein. Das Einzige, was man wissen muss, der hat so das übliche Primarchenprofil, bis auf die bessere Stärke und Toughness, das ist in dem Fall 7. Dafür hat er nur 4 Attacken, was jetzt verbesserungswürdig ist. Aber er hat einen 3er Rettungswurf, was schon mal ganz gut ist. Das haben nur ein paar wenige Primarchen. Er hat irgendwie hinten so angeflanscht diverse unterschiedliche Fernkampfwaffen, von denen er irgendwie 2 einsetzen kann. Und er hat in der frühen Inkarnation hat er noch seine Forgebreaker-Waffe. Das ist so ein großer, schöner Hammer, der ihm von Fulgrim geschmiedet wurde, während er sein Schwert, also das Schwert, das er geschmiedet hat, Fulgrim geschenkt hat, weil das waren ja irgendwie Bros, Best Buddies, was auch immer. Und diese Forgebreaker-Waffe verdoppelt seine Stärke auf abgerundet 10. Durchschlag 1 hat Concussive, sprich der verwundete Gegner hat dann Initiative 1. Strike Down, weiß gar nicht, was das bringt. Das Entscheidende ist aber, er schlägt mit Initiative zu. Und der gute Mortarion hat dann, ob seiner großen Sichel, eine maximal gleich hohe Initiative und mit einer Stärke von 10 Durchschlag 1, da tut man halt Fahrzeugen und Infanteristen viel. Aber eigentlich, wenn ich flufftechnisch Iron Hand spiele, in der Heresie,
ist Ferrus Manus halt schon tot. Ja. Also er wird eigentlich auf dem Spielfeld... Was ist mit spielen. Der anderen Waffe? In der zweiten Inkarnation? Naja, da hat er eigentlich im Endeffekt keine Waffe. Also der kommt jetzt nicht irgendein Schwert an, sondern der nimmt sich dann halt irgendwie eine Eisenstange oder dergleichen. Das Entscheidende ist, rein flufftechnisch, der hat er halt irgendwie so ein... Der hatte zwei Waffen. Hatte der nicht irgendwie noch ein Schwert? Nee, er hat kein Schwert, sondern der hat schlicht und ergreifend, seine Hände sind aus Metall. Ja. Und mit seinen Händen schlägt er halt mit Stärke 7, Durchschlag 2 zu. Also das heißt, regeltechnisch, Moment. Genau. Statt 455 Punkte kostet mir noch 415 Punkte, also 40 Punkte ist er günstiger. Und dann hat er halt nur so die Standardregeln und schlägt halt mit Stärke 7 und einem Durchschlag von 2 zu. Das war's dann auch schon. Aber er hat irgendwie noch ein Schwert, das er vom Vulkan bekommen hat. Taucht das da in den Regeln auf? Nein. Ich kann mich erinnern, dass das jetzt hier bei der Vorbereitung gelesen habe. Also Draken, und zwar eine Sparta. Mhm. Warum auch immer. So wie interessanterweise Sparta heißt halt Schwert, ne? Also ein Schwert. Naja gut, aber es wird schon mit einem bestimmten Schwert, also einem etwas längeren Schwert als einem Gladius assoziiert. Also, aber zum Beispiel, glaube ich, eine Sparta trägt auch der gute Bob, also der Rebute Gideman, der trägt eigentlich auch eine Sparta, weil sieht zwar so ein bisschen aus wie ein Gladius, ist aber schon so lang, dass, also speziell länger als auch, ein Schwert als ein Gladius. Das ist übrigens historisch verrückt, weil die Römer zum Beispiel, die haben zwischen den Begriffen nicht unterschieden. Also der Begriff Sparta hat einfach später den Begriff Gladius ersetzt. Mhm. Also, aber eigentlich dann zu einem Zeitpunkt, wo die Länge der Waffe sich schon etwas erhöht hat. Ja, aber diese begriffliche Unterscheidung zwischen einem längeren und einem kürzeren Schwert mit dem jeweiligen Begriff ist eine moderne. Mhm. Also, denn jetzt auch zum Beispiel im ersten Jahrhundert nach Christus hatten die Reitereinheiten bei den Römern längere Schwerter und die haben auch einfach Gladius geheißen. Mhm. Und okay, Sparta. Ja. Naja, ist aber schön. Aber also ich würde jetzt den Ferrus Manus nicht so sehr hoch pushen. Also man wird ihn eigentlich nicht so häufig auf dem Spielfeld sehen. Und ich meine, das Modell ist toll, das muss man schon ganz klar sagen. Ja, finde ich auch. Das ist ein sehr schönes Modell. Und es gehört durchaus schon in die Sammlung. Und vor allem es ist ganz toll, wenn man in der Spielergruppe Leute hat, die halt Emperor's Children oder Wordbearers, Alpha Legion und dergleichen haben und kann irgendwas so im Istvan 5 Hintergrund spielen an Schlacht, dann ist natürlich historisch cool, muss man ganz klar so sagen. Mhm. Aber ansonsten, wenn man etwas macht, was eigentlich jetzt dann kommt, wenn man nämlich nach Istvan 5 in den Bereich Shadow Wars geht, wenn man so eine Shattered Legion spielt, und da muss man ganz klar sagen, vom Fluff her, die Iron Hands waren die ersten, die ihren Primarchen verloren haben, aber sie haben auf Istvan 5 nur einen vergleichsweise geringen Prozentsatz ihrer Religion verloren. Das war halt in erster Linie ein Clan, also Ferrus Manus, weil er also hat immer die Konkurrenz der Clans aufrechterhalten. Mhm. Also er hat jetzt nicht versucht, aus den unterschiedlichen Clans eine homogene Legion zu schaffen. Und es sind sehr, sehr viele von seinen persönlichen Leibwächtern. Das waren sogenannten Morlocks, das waren eigentlich Gorgon-Terminatoren, die in ihre Rüstung, man könnte sagen, eingeschweißt wurden. Und da sind viele draufgegangen und halt das, was anwesend waren, aber sehr, sehr, also 85% oder sowas der Iron Hands waren eben von der Katastrophe nicht betroffen, weil sie halt gar nicht so schnell hinkamen, wie der Ferrus Manus dahin preschte. Also da war noch was und übrig. Da war noch was übrig und die konnten dann auch in den Shadow Wars dann durchaus einen Schwung erledigen. Wer eben jetzt dann auch noch lange aktiv war, war der gute Spearhead Centurion Casterman Orth. Bei dem haben sie ja einen Vokal vergessen. Also entweder irgendwie nach dem T oder nach dem R gehört da irgendwie noch ein Vokal rein, finde ich. Also böse Zungen können behaupten, dass vielleicht der gute Dan Abnitz da seine Finger im Spiel hatte, der gerne irgendwie mal was weglässt und dann etwas, was phonetisch halbwegs vertraut klingt, durch das Weglassen von dem Vokal dann einigermaßen passt. Aber hier haben wir einen Centurion, könnte man sagen, obwohl der als solches nicht so bezeichnet ist, muss man ganz klar sagen. Es ist ein Independent Character
mit Legion Astartes Iron Hands. Er wird als Spearhead Commander mit einer Sonderregel bezeichnet und er verfügt über Tank Hunter. Du weißt auch, oben steht Spearhead Centurion. Oben. Ja, gut, aber das heißt ja, jetzt nicht, dass er nach Regel, ja, ja, gut, also regeltechnisch dadurch ein Centurion ist. Also, es gibt diverse Regeln, wie wir nachher feststellen, dass ich zum Beispiel bei einer Rite of War, dass ich nur einen Centurion nehmen kann, der zählt dann nicht rein, weil er nicht regeltechnisch ein Centurion ist. 80 Punkte, dafür bekomme ich ein Modell, das eigentlich ein Upgrade zu einem Panzer ist. Also der hat zwar sein eigenes Profil, das ist auch wichtig, das brauchen wir auch, aber ansonsten kann man sagen, ich habe einen Panzer, es muss ein Fahrzeug sein, es muss ein Tank sein nach FAQs mit einer Frontpanzerung von mindestens 13 und es kann aber auch ein Super Heavy sein und dieses Fahrzeug bekommt seine Ballistic Skill von 5, bekommt seine Sonderregel von Tank Hunter für sämtliche Beschussattacken. Soweit, so gut. Das kann sich schon durchaus lohnen, wenn ich es dann nicht unbedingt gerade auf einen Predator für 75 Punkte nehme, der qualifiziert dafür und dann halt seine 4 Schuss aus der Hauptwaffe mit Stärke von 7 dann mit Tank Hunter hat, sondern wenn ich zum Beispiel einen Super Heavy nehme oder wenn ich schön ist eigentlich ein klassischer Sicarion, der hat zwar auch nur Stärke 7, hat aber halt diese Rending-Fähigkeit, 6 Schuss, kann Laserkanonen an der Seite nehmen, ich kann dem auch zusätzliche Radarsuchkopfraketen drauf packen und wenn ich auf irgendwas schieße und ich komme zum Beispiel gegen einen Land Raider oder Spartan von der Seite, sagen wir von der Seite, der soll jetzt nicht unbedingt sein Flare Shield haben, komme ich mit meiner Stärke 7 nicht durch, weil ich ja gegen Panzerung von 14 nicht durchkomme und ich würfe halt keine 6 für das Rending. Durch die Tank Hunter Fähigkeit habe ich halt für sämtliche Durchschlagswürfe einen Wiederholungswurf. Macht und schön. Meine Laserkanonen noch zusätzlich. Wäre schön auf dem Arcus Strike Tank. Ich glaube, ist schön auf dem Arcus Strike Tank. Ich verfüge über das Modell nicht, deswegen ist mir da der Schnabel noch sauber geblieben. Ich habe ihn auch noch nie eingesetzt. Ich hätte ihn am Sonntag theoretisch eingesetzt, allerdings tut er sich dann hart auf so ein mortales Schlachtfeld, weil er kann sich da zwar durchaus in einen geeigneten Panzer setzen, der darf da aber halt dann qua Definition keine Side-Spawns haben, das kommt da nicht rein und streng genommen sind einfach diese schmalen Gänge eigentlich zu schmal, dass man dann irgendwie gescheit um die Ecke kommt. Ja. Also das ist, auch das ist wieder eine deutliche Sackgasse, unabhängig von Fluff-Möglichkeiten. Aber ansonsten, wenn mir mein Fahrzeug kaputt geschossen wird, dann steigt der Mann aus. Also ich würde auch empfehlen, wenn ich den einsetzen möchte, sollte ich doch bitte ein geeignetes Infanteriemodell haben, das eben über eine Power Armor verfügt und eine Energie-Streitkolben, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, also eine Power Maul. Ja, Kolben. Und dann vielleicht irgendwie noch so Iron Hands typische Bionics im Gesicht und vielleicht auch noch in Cyber Familiar als irgendwie so ein Servo-Schädel oder irgendwie dargestellt, dass ich einfach für den Fall, dass mir mein Was auch immer Fahrzeug. Ja. Kaputt geht. Spartan, also Spartan ist zum Beispiel auch ein Klassiker. Ja, also ich habe da natürlich mit meinen 4 Laserkanonenschüssen plus vielleicht noch ein Multimelt oder sowas schon Möglichkeiten, da seine Sonderregeln einzusetzen. Dass ich halt dann einfach ein Modell habe, um den zu haben. Letztes besonderes Charaktermodell, zumindest bisher, ist eben ein Iron Father, der gute Ortec Maul. Ja. Und da finde ich, lohnt sich der Iron Father. Gehst du mal kurz durch die Regeln durch? Ja, also wir haben Kataphrakti-Rüstung, einen Servoarm, Cortex-Controller, feine Sache. Eine Paragon Blade, auch super, ein Vokite Charger. Er ist furchtlos, hat auch sein Battlesmith natürlich, Master of the Legion, klar, und Jealous Command, das heißt, er muss der Warlord sein, außer Ferrus Manus ist auch da. So, und dann hat er ein festgelegtes Warlord-Trait. Genau, was jetzt nicht so spektakulär ist. Was ein schönes Gimmick ist,
durch den Warlord Trade ist, dass halt sowohl er als auch eine ausgesuchte Einheit, der muss ja nicht angeschlossen sein, haben Preferred Enemy Infantry als Special Rule. Das ist natürlich immer schön, dass ich meine Einheit wiederholen kann im Treffen und Runden. Du hast natürlich gleich auf den Cortex Controller hingewiesen, weil nicht nur, dass er Sachen reparieren kann, sondern er kann halt dann auch mit irgendwelchen Castellax durch die Gegend spazieren. Also das ist natürlich schon schön. Was bei ihm noch besonders ist, die Tatsache, er hat nur 3 Attacken. Ich würde eigentlich bei einem Iron Father im Normalfall 4 erwarten, aber er hat halt Stärke und Widerstand 5. Ja. Und das bedeutet, er kann dann mit Castellaxen irgendwie in 6 Zoll Entfernung durch die Gegend latschen. Und wenn ein Vindicate auf ihn schießt, dann ist das zwar ärgerlich, aber da geht die Welt nicht unter, weil der schaltet ihn nicht aus. Hm. Also, das ist natürlich schon ganz schön. Ja, aber er hat nur Stärke 9. Der hat nur Stärke 9 und das langt halt nicht. Also falls sich jetzt jemand gefragt hat, warum der Vindicator ihn nicht ausschaltet oder Toughness 5 hat, er hat nur eine Stärke 9. Er kostet knackige 225 Punkte, aber das ist also ganz verständlich eingepreist. Ich meine, wenn ich meinen Praetor nehme und schon allein Stärke und Toughness 5 reinzunehmen, und ich meine, muss ganz klar sagen, mit seiner Paragon Blade hat er zwar nur 4 Tacken im Charge, aber unabhängig von den Sechsern zum Ausschalten beim Verwundungswurf, er hat dann halt faktisch eine Stärke von 6. Und da schlägt er mit einer Initiative von zugegebenermaßen nur 4 zu. Aber er wird da schon den meisten Gegnern heimleuchten als solches. Also er kann sich eigentlich gegenüber jedem anderen Praetor im Nahkampf gut behaupten. Ja. So, dann würde ich mal sagen, machen wir eine kurze Pause. Und dann die Rites of War. Machen wir Rites of War. Und vor den Rites of War würde ich sogar noch ganz kurz auf die Modelle eingehen, die Forge World anbietet, weil das sind schon ein paar Schmankerl, die auch durchaus von ein paar Iron Warrior Spielern gerne genommen werden, wenn jetzt die dementsprechenden Hände abgeschliffen sind, weil natürlich sehr, sehr viel Klimbim, Mechanikum und dergleichen. Ja, Philipp, welche Modelle hast du dir denn rausgesucht? Also, ich meine, jeder hat die Möglichkeit, schnell auf der Homepage nachzuschauen, das nachzuvollziehen. Es gibt die Gorgonen als solches, als Terminatoren von Forge World, sind, naja, klassische Terminatorenrüstungen mit eben vielen Unterbrechungen, mechanischen Teilen und Bionics und sowas. Genau, also das ist Kabeln und so weiter, sieht ganz gut aus. Anführer hat natürlich seinen Thunderhammer und ich habe einen Schwung Äxte. Ich würde grundsätzlich empfehlen, sich zu überlegen, was nimmt man an Spezialwaffe, nimmt das gegebenenfalls rein. Und ich würde nicht lauter Äxte machen, sondern halt auch einfach 1-2 Fäuste oder Chain Fists einstreuen, um eben gegen zum Beispiel Fahrzeuge oder Kontemptoren auch was ausrichten zu können. Also das lohnt sich einfach. Dann gibt es die Medusen Immortals. Wirklich schöne Modelle. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Ist zwar eine sehr, sehr dominante Hand auf dem Schild, aber mein Gott, was soll's. Ich würde empfehlen, rein regeltechnisch die eher als Breacher einzusetzen, wenn man dann viel Sormortales spielt. Und auch vielleicht, weil ich habe natürlich jetzt nur in dem Standard-Set meine 5 Modelle, die einfach mit normalen Breacher und ein paar Iron Hands Köpfen, die gibt es auch, würde ich mir halt einen größeren Trupp bauen, wo halt dann nicht jedes Modell komplett Bionics und besondere Torso-Elemente hat, sondern halt einfach das so mischen, dass ich halt dann einfach ein Iron Hands-lastiges Gesamtgemälde habe an Einheit, dass ich halt bei den 10 Mann eben sowohl ein 5-Mann-Einheit, also 5-Mann-Trupp Immortals und 5-Mann-Trupp Breacher einsetze. Ich muss allerdings aufpassen, weil die Breacher, die ich bei Forge World bekomme, haben halt einen ganz klassischen, typischen Breacher-Kopf und der passt jetzt dann wiederum nicht zu den Immortals. Also da würde ich so ein bisschen durchwischen, vielleicht auch ganz normale Mark III-Köpfe nehmen für
überzählige Modelle. Dann gibt es wirklich toll ein Mark III, das ist zwar nicht als Veteran Squad bezeichnet, aber ein Mark III Squad, speziell für Iron Hands. Auch da wieder viel mit Bionics und noch einer trägt irgendwie ein Seil. Der macht diese schönen Spandaten, also die genau. Spanne, also genau, also ein wirklich schönes. Und dieses Vexillum, da würde ich auch schauen, wenn ich mir zum Beispiel da zwei Squads zulege, dann würde ich halt ein Backpack mit Vexillum eben zu den Immortals-Creatures dazu packen, weil die haben wiederum kein Vexillum vorgesehen. Also das würde ich dann, auch da würde ich halt mit Mark III frei mischen und dann meinen Trupp von 5 Mann eben auf 10 aufbohren und das dementsprechend Iron Hands lastig machen, ohne nur Iron Hands Teile zu verwenden. Es geht ganz gut, weil es gibt eben nach wie vor, also trotz der diversen Last Chance to Buy Phasen, es gibt die Mark III Köpfe noch komplett. Das sind halt so klassische Mark III Köpfe mit zusätzlichen zoomenden Augenteilen oder Durchbrechung der, das sagen Face Grills, also der Maske. Ist durchaus ganz ansprechend. Und ich habe sowohl für die Mark III Modelle als auch für die Mark IV Modelle die passenden Shoulder Pads noch. Also vielleicht sich mal eindecken mit ein paar Boxen, wenn ich mir denn die aufbauen möchte. Es gibt, das habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut, es gibt glaube ich auch noch den Bogen mit den Abziehbildern. Ich würde mir halt generell überlegen, die ganzen Sondereinheiten haben jeweils die Shoulder Pads. Ich würde dann auch schauen, dass ich dann zum Beispiel meine Immortals einheitlich mit dem Clan, mit dem runden Kreis, also das ist eigentlich sozusagen das klassische Mechanicum Cog, oder mit einem anderen zu verwenden. Also Christian ist gerade am Scrollen, dass es halt einheitlich ist, weil in den Boxen ist es teilweise so, dass es durchmischt ist. Da würde ich jetzt halt meine Einheiten dadurch ein bisschen differenzieren. Okay, es gibt noch gibt's die Transfer, also gibt's noch, ja. Das ist dabei. Das sind so die Modelle, die ich verwende. Noch ein Nachtrag zu den besonderen Einheiten. Es gibt einfach Einheiten, die sich für die Iron Hands lohnen. Du hast noch was übersehen in deiner Liste, nämlich das Modell vom Iron Father. Richtig. Also ein gigantisches Modell. Und wie gesagt, jetzt rein regeltechnisch halte ich nicht so besonders viel davon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ortic Maw, den es nicht als Modell gibt, einsetzen möchte und ich verwende den als vielleicht mit einem alternativen Kopf oder sowas und verändere ein bisschen den Winkel, in dem der Servoarm angesetzt ist, dann habe ich dann eigentlich schon mal ein passendes Modell. Oder ich nehme einfach einen Iron Father. Ich persönlich packe ganz gerne meinen Praetor auf ein Bike, damit er einfach mal ein bisschen schneller ist. Das ist etwas, was die Iron Hands durchaus brauchen. Und es gibt Einheiten wie zum Beispiel die Attack Bikes oder sowas, die auch kein Problem haben mit dem Problem rennen zu müssen, die einfach ob ihrer hohen Toughness nochmal zusätzliche Möglichkeiten des Überlebens haben, da sie halt dann mit einer Toughness von 5 die Stärke der einkommenden Waffen nochmal um 1 reduzieren. Das ist ganz schön und im direkten Vergleich, wenn ich zum Beispiel eine Einheit nehme, was ich jetzt aus einer Kalfbox problemlos rausbekomme von Mark IV Raketenwerfer-Jungs, denen einen Apothekarius zuordne und jetzt im direkten Konflikt mit vergleichbaren Alpha Legion Mark IV Raketenwerfer Leuten. Ich schalte die normalerweise sofort aus. Die schalten mich eben nicht normal aus. Mein Apothekarius kommt immer zum Tragen, wenn der Gegner nicht mit Stärke von 10 ankommt. Also das ist dann schon eine feine Sache. Oder gut, Stärke 9 mit Laserkanonen würde mich dann auch schädigen, aber wenn jemand mit Laserkanonen auf meine Modelle schießt, dann ist es mit Kanonen aufspatzen. Ja, ja. Also das muss dann nicht unbedingt sein. Ja, so viel zu den besonderen Modellen, die Forge World uns anbietet.
Wir haben zwei typische Rites of War, mit denen fangen wir an und dann können wir noch so ein, zwei weitere Rites of War ansprechen. Hast du die da bei dir? Oder? Ja, ich habe die auch eingemerkt. Du hast sie auch. Beziehungsweise ich habe als erstes mal den ersten Rite of War vorrätig. Das ist nämlich den Kopf der Gorgone. So. So, jetzt sind wir gleich. Wie sieht's aus? Chosen Ground. Infanterie wird stubborn. Allerdings nur in der eigenen Aufstellungszone. Ja, das ist jetzt nicht so schlecht, weil, mein Gott, am Anfang werde ich zumindest die ersten zwei Runden da vielleicht ausharren. Mhm. Und das passt auch ganz gut zu der Waffenoption, die man dann hat. Mhm. Man kann nämlich Flammenwerfer upgraden auf Graviton Guns für 10 Punkte. Mhm. Dann habe ich natürlich den Nachteil, dass ich nur, ich glaube, 18 Zoll Reichweite habe. Ja, aber. Aber ich kann auf alle Fälle mal stehen bleiben. Und alle Fahrzeuge bekommen Blast, also Autosimulacra, automatisch. Mhm. Ja. Und zwar für lau. Und ja, dementsprechend sind dann halt auch irgendwelche Rhinos dabei. Ja. Da muss ich mir das gar nicht mehr groß überlegen. Dann habe ich noch die Iron Science. Ja, also da kann ich Battle Automata Maniples als Elite-Auswahlen haben. Ja. Das ist, da muss man halt dann in die Mechanikum-Liste gucken, mhm, was einem da zur Verfügung steht. Außerdem sind Infanterieeinheiten von 10 Modellen oder weniger in der Lage, statt ihrem Rhino einen Landräder Proteus oder Phobos als Dedicated Transport zu bekommen. Immer schön, ich meine Unterstützungsauswahlen frei. Ja, und dann kommt noch der Gag. Fahrzeuge mit der Regel Panzer auch ausgewählt, also auch Dedicated Transports, mhm, mit Truppen drin, die in der Reserve sind, bekommen die Regel Outflank. Das ist wirklich fein. Das ist also großartig. Ja, doch. Das kann auch super heavy sein. Ja? Also, stell dir vor, das ist wohl irgendwie da sehr beliebt, ein Dreier-Trupp Vindicators, die plötzlich von der Seite reinkommen und sagen, hallo. Mhm. Ja. Schon eine Sache, es gibt natürlich auch Einschränkungen dazu. Ich habe nur einen einzelnen Fast Attack Choice. Gut, der ist im Normalfall jetzt nicht so überproportional vertreten, aber zumindest muss ich mich da als bescheiden. Und ich darf mit der Rite of War nur einen zusätzlichen, also einen Konsul als Haku-Auswahl nehmen. Abgesehen vom Forge-Lord, den ich immer nehmen kann. Das spielt jetzt wieder eine Rolle. Wenn ich jetzt hochgehe nochmal, wir erinnern uns bei den Iron Signs, diese Legion Cybernetica Battle Automata, die würde ich ja über den Pravian als solches bekommen. Ich brauche keinen Pravian, ich kann die einfach so nehmen und als Elite-Auswahl nehmen. Ja, alles richtig. Ja, ich kann halt dieses besondere Charaktermodell nehmen, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, den wir vorhin hatten, der nicht als Konsul, ja genau. Und ich kann natürlich mir dann überlegen, okay, wenn ich da jetzt eingeschränkt bin, dass ich vielleicht noch einen Command Rhino einpacke, weil ich habe ja hier diese Outflank-Geschichte und Reserven und da kann das auch ganz praktisch sein. Absolut, ja. Doch. Also, feine Sache. Ich darf allerdings keine alliierten Space Marine Einheiten dann reinnehmen bei dieser Rite of War. Nee, dann nimmt man dann Solar Auxilia. Zum Beispiel. Von der Mechanikum. Ja, also, ja. Wie gesagt, wir haben festgestellt, wenn man Familie hat, dann braucht man keine Freunde. Genau, es gibt noch eine weitere Auswahl und zwar die sogenannte Company of Bitter Iron. Die ist im Buch 6 auf Seite 86 langsam oder sowas. Die habe ich mir jetzt nicht ausgedruckt. Die sucht jetzt der Christian, während ich noch ein, zwei Worte verliere zu zwei recht typischen Auswahlen an Rites of War, die man für Iron Hands gern nehmen kann. Das eine ist die Armored Company, die natürlich dann in Horus Heresy Terms heißt die, glaube ich, Armored Spirit? Nee. Gute Frage.
Naja, also jedenfalls die Right of War, die sich auf Fahrzeuge bezieht. Wir haben ja schon festgestellt, mit dem guten Customer Ort, also dem besonderen Charaktermodell, dass ich da meine Modelle deutlich besser machen kann, zumindest eins. Und durch dieses Blast Auto Simulacra werden meine Fahrzeuge im Normalfall Ceteris Paribus einfach um eine Ecke besser als gegnerische Fahrzeuge. Hier haben wir bei den New Rise vor, haben wir die auch dann dabei. Also da muss man ganz klar sagen, wenn ich fahrzeuglastig spielen möchte, dann bieten sich die Iron Hands durchaus an. Denn allein ob der Möglichkeit, dass ich mir einen Hullpoint auf die 6 zurückhole in jeder meiner eigenen Runden, habe ich einfach mal deutlich bessere Fahrzeuge. Und ich kann mit meinen Transportfahrzeugen irgendwelche Terminatoren in der Gegend rumschippern. Also das ist schon wirklich stark. Ich verliere natürlich dadurch die Möglichkeit, meine Infanterie besser zu schützen durch diese Stärkereduktion, weil ich einfach weniger Infanterie haben werde. Aber wenn ich fahrzeuglastig spielen möchte, sind die Iron Hands sicherlich mit die erste Wahl. Die zweite Rite of War, die halt generell viel gespielt wird, ist Pride of the Legion. Pride of the Legion ist deswegen gut, weil, aus welchen Gründen auch immer, ich die Gorgon Terminators dann als Standardauswahl drin habe. Und ansonsten kann ich dann meine Veteranen ein bisschen ausspreizen, natürlich jetzt nicht mehr mit der Möglichkeit von Rending-Attacken und über die Flanke reinkommen, aber ich kann ja trotzdem einfach mit den Scout-Fertigkeiten über die Flanke reinkommen oder kann sie zu Tankern dann machen oder dergleichen für vergleichsweise wenige Punkte. Und da eigentlich dann durchaus die Vorteile der Iron Hands kombinieren mit der Möglichkeit, meine bessere, besondere Einheitenauswahl in einer Standardsituation oder einer Standardauswahl reinzupacken. Die Medusen Immortals werde ich im Normalfall rauslassen, selbst wenn ich die, mit der schließen wir dann der Company of Bitter Iron reinnehme. Also hier haben wir Company of Immortals, also wenn ich diesen Rite of War benutze, dann kann ich Medusen Immortals als Troop Choices wählen. Dann bekomme ich Immortal Hatred, das heißt, alle Einheiten mit Legiones Astartes Iron Hands bekommen die Regel Hass Verräter. Und dann kommt noch Bitter Duty. Medusen Immortals werden stubborn, wenn, das ist nochmal mit einer Einschränkung, die Mehrheit der Modelle dieses Trupps innerhalb der gegnerischen Aufstellungszone sind. Ja. Und wenn sie irgendwie einen Liter Tabasco getrunken haben, ja, genau, und gurgeln, genau, und sich Butter einschmieren. So, also, was sind die Einschränkungen? Kann man nur als Loyalist nehmen und nicht in Verbindung mit dem Thema Shattered Legions. Ja, nee. Man wird die Einhands eher immer als Loyalisten spielen, sowieso. Ja. Man kann keine Alliierten nehmen und man kann Ferus Manus nicht nehmen. Okay. Das ist jetzt selbstredend. Finde ich jetzt gar nicht so geil eigentlich. Also wenn das mit dem Hass ist schon gut. Also ich habe sie deswegen ein paar Mal eingesetzt, weil der Hass, der zählt in der ersten Nahkampfrunde, egal ob ich jetzt angreife oder angegriffen werde. Ja. Aber ich werde das wahrscheinlich einfach deswegen nehmen, weil ich jetzt meine Gorgons anderweitig unterbringe und deswegen nicht auf Pride of the Legion zurückgreifen möchte und ansonsten keine sonstigen Ideen habe und jetzt auch nicht fahrzeuglastig spielen möchte und also auf die anderen Rise of War nicht zurückgreifen möchte. Aber ansonsten, dadurch, dass die Immortals eigentlich nichts taugen, das Ganze schon sehr stark auf die Immortals abgezielt ist, kann man eigentlich jetzt mit der Rise of War nicht allzu viel anfangen. Muss man nicht, ja. Genau. Ja. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, was wir beim nächsten Mal machen. Das überlegen wir uns jetzt nochmal in einer kurzen Pause.
Ja, jetzt haben wir uns kurz beratschlagt. Also worauf wir euch noch hinweisen wollten, wir möchten im November in Augsburg ein Event machen, vermutlich Zone Mortalis, so 8 bis 10 Spiele. Falls jemand von euch Lust hat oder sich für das ausgefallene Event in Ulm angemeldet hat und jetzt dann sowieso für sowas noch Zeit und Ressourcen hat, meldet euch doch bei uns, dann können wir das mal abschätzen, ob sich das lohnt. Auf T3 was reinzustellen. Das, und ja, oder auch bei uns das einfach mal reinschreiben, ich würde kommen, wenn es sich mir ausgeht, dass wir das ungefähr vorplanen können und sagen, okay, das rentiert sich, den Aufwand zu betreiben, weil wir müssen uns dann um einen Ort kümmern und so weiter und so fort. Also da freuen wir uns über ein Feedback. Ansonsten haben wir uns überlegt für die nächste Sendung Philipp World Eaters. Mhm, genau, das hat ein bisschen den Hintergrund, dass der Pascal sich überlegt hat, wenn es denn Event gibt, mit Zone Mortalis, mit World Eaters einzusteigen, und so er noch nichts geplant hat, was er sich zusammenkauft, kann er sich dann mal vielleicht ein paar Gedanken machen, eben jetzt von uns unterstützt, was sich denn für Zone Mortalis als Einstieg und für Offene Feldschlacht später lohnt, bei dieser durchaus sehr, sehr martialischen Legion. Hört sich jetzt blöd an, weil alle Legionen sind sehr martialisch, aber recht nahkampforientierten Legionen. Ja, ansonsten schon wieder diese blöde Worte, ich mag das eigentlich gar nicht. Sonst sind wir eigentlich durch? Sind wir fertig. Genau. Dann macht's gut. Ja, ciao, ciao. Servus und bleibt sauber.